Willkommen bei der Foodshow und willkommen Prinzenrolle Creamies. Die Prinzenrolle Creamies sind endlich da. Diese habe ich bei Rewe entdeckt, also selbst gekauft. Und ich werde nicht bezahlt fürs Video, muss man ab und zu mal erwähnen. Er sagt, aber hier ist es wirklich so, diese leckeren Kekse gibt es ab sofort im Handel. Jetzt sagt ihr, das sind ja Kekse mit einer Nuss-Nougat-Creme. Gibt es das nicht schon, auch in den ähnlichen Design? Ja, von Nutella. Aber Nutella hat seine Kekse leider noch nicht auf den Markt geworfen. Also die Nutella-Kekse sind das. Die sind schon seit längerem im Gespräch, sind immer noch in der Testphase in Deutschland, kommen irgendwie nicht in den Handel, sollen irgendwann dieses Jahr in den Handel kommen, offiziell. Aber jetzt hat das Prinzenrolle einfach clever gemacht. Die haben sie einfach jetzt auf den Markt gebracht. Und die Nutella-Kekse kriegt er aktuell in Frankreich. Das sind jetzt nämlich offiziell im Handel. Aber in Deutschland kann man jetzt die Creamies. Was sind das? Prinzenrolle Creamies sind Gebäck mit Nougat-Creme-Füllung 30%. Kalorienmäßig habt ihr hier auf 100 Gramm 500 Kalorien glatt. Ja, und es sind einfach kleine Kekse mit einer Nougat-Creme-Füllung. Wie sie schmecken und wie die aussehen, genau. Schauen wir uns einmal jetzt in der Großaufnahme an und danach probieren wir sie zusammen. Also einmal die Großaufnahme, bis gleich. So, und das sind die Prinzenrolle-Kekse. Also wie ihr seht, die gehen wirklich in die Richtung wie die Nutella-Kekse, halt ein anderes Design. Und hier seht ihr auch, den habe ich aufgeklappt, weil die Möglichkeit gibt es nämlich, dass man diesen Keks hier unten drunter löst und kommt dann direkt an die Cremeschicht. Und ihr seht diese schöne Nuss-Nougat-Füllung, die im Prinzenrolle-Style ist. Und diese Kekse, die wirklich auch gut gelungen sind. Aber wir gucken jetzt einmal, wie es schmeckt. Aber es ist natürlich ein schönes Bild und ihr bekommt sie natürlich jetzt schon im Handel. Und da sind wir wieder. Sieht lecker aus, ne? Kleine, runde Kekse, gut gefüllt. Wir schauen jetzt aber, wie sie schmecken. Das ist euch ja noch wichtig. Ich habe sie natürlich schon probiert. Wir nehmen jetzt mal den offenen Keks, den wir hier hatten. Den könnt ihr ja hier nochmal sehen. Oder wir nehmen gleich nochmal einen verschlossenen. Aber ihr seht, da hat nochmal diese schöne Nuss-Nougat-Füllung. Ihr seht auch ungefähr die Dicke des Kekses. Und wir nehmen jetzt mal einen der anderen Kekse, den ich jetzt hier verschlossen hatte. Und man kann sie wirklich wunderbar essen. Sie knuspern schön. Und es ist nicht dieser Prinzenrolle-Keks, wie man kennt. Der ist, glaube ich, sogar ein bisschen buttriger. Und so geht eher mehr in diesen Biskuit-Keks mit rein. Also vom Geschmack her. Der Nougat-Kern in drin, die Creme, ist wirklich schön weich. Also es könnte wie ein Aufstrich wirklich sein. Schmeckt aber anders als die Nutella-Kekse. Also im direkten Vergleich kann ich wirklich sagen, Nutella-Kekse schmecken anders. Und bevor wir den einen weckern, den muss den Mund zu machen beim Essen. Man kann es leider ja nicht allen bei euch hier recht machen. Aber geschmacklich sind die gut gelungen. Also ich finde die echt lecker. Also die würde ich mir wieder kaufen. Ich habe ja zwei Tüten, wie ihr seht. Die sind nämlich noch zu. Aber die gibt es aktuell für 1 Euro. Ich glaube 89 war es. 1,89 Euro. Habe ich sie, glaube ich, bei Rewe gekauft. Das finde ich preislich okay. Enthalten sind 172 Gramm. Das sind ein paar Kekse, also die jetzt gerade hier ausgebreitet auf dem Boden lagen. Das sind nicht alle gewesen, da hatte ich schon zwei, drei von gegessen. Aber so viele sind da ungefähr drin. Finde ich auch ausreichend. Ja, und geschmacklich muss ich sagen, die schmecken mir persönlich besser als die Nutella-Kekse. Das ist ein Geschmack von mir. Ich finde die Nutella-Kekse nicht so lecker. Liegt aber daran, dass ich auch kein riesen Nutella-Freund mehr bin. Da ich momentan mehr auf Nuss-Nougat-Aufstriche stehe, also wo ein bisschen wirklich mehr Nuss-Nougat-Anteil drin ist. Das trifft mich hier nämlich mehr der Geschmack. Der hier Geschmack ist nicht so süß, der ist ein bisschen nussiger. Und darum gefallen mir diese Prinzenrolle-Creamies auch besser als Nutella-Kekse. Wenn die Nutella-Kekse mal da sind, können wir nochmal einen Direktvergleich machen. Aber ich kann sie echt empfehlen. Ihr findet sie aktuell, glaube ich, bei Edeka. Ich habe sie bei Rewe gefunden. Rewe hat sie eigentlich, glaube ich, jetzt überall in Deutschland. Also die müssen alle jetzt so einen Aufsteller haben dafür. Die sind jetzt gerade eingetroffen. Ihr könnt sie also ausprobieren. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Und lasst den Daumen nach oben da, lasst das Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.